So, hallo, hier ist wieder Tobias, der Live-Reporter der Bielefeld-App. Eben noch in Gadderbaum, jetzt in Ummeln, auch nicht ganz einfach auszusprechen, unter freiem Himmel. Das sieht man einerseits, andererseits ist das Motto einer Veranstaltung und einer der Veranstalter habe ich hier neben mir stehen. Ich begrüße dich, vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen. Ja. Hallo, mein Name ist Uwe Winkler, ich bin Vorsitzender der Ummelner Gemeinschaft und gleichzeitig auch noch Vorstand der Diakonischen Stiftung Ummeln. Und wir laden euch herzlich ein zu einem bunten Wochenende, was um 14 Uhr hier im Bürgerpark in Ummeln am Trügelbach beginnt. Deine beiden Funktionen hast du jetzt erwähnt, weil das Besondere an diesem Fest ist, es wird von diesen beiden Institutionen veranstaltet. Was kann man denn hier erwarten? Was wird auf dem Fest geboten? Ja, eigentlich sind es drei Teile. Heute Nachmittag haben wir ein Konzept, ein Fest für Kinder, was gestaltet wird von den ganzen Vereinen und Institutionen hier im Ort, die alle Mitglieder der Ummeler Gemeinschaft sind. Das heißt Kindertagesstätten, Schule, die AWO, die Diakonische Stiftung Ummel, die Kirchengemeinde, aber auch die Sparkasse, die Volksbank und ganz viele Gewerbetreibende. Die Idee dahinter ist, Kindern zu zeigen, was hier im Ort angeboten wird, aber auch über den Ort hinaus. Und dazu können alle Kinder so ab Kindergartenalter bis ins Alter von 10, 12 Jahren kommen. Das Ganze ist umsonst und draußen. Und wir werden einen richtig schönen Nachmittag haben, zu dem Sandra gleich vielleicht mehr sagen kann. Wer Sandra ist, sagt Tobias sicherlich gleich. Genau, da sind wir nämlich hier bei meinem zweiten Gast, bei meinem zweiten Gesprächsgast. Hallo. Hallo, wenn du dich auch kurz vorstellen magst. Ja, mein Name ist Sandra Bröckling, ich bin auch in zwei Funktionen hier. Einmal bin ich die Leitung von der Kindertagesstätte der Ravensberger Regenbogen und ich bin auch mit im Vorstand tätig. Mit im Vorstand und mit natürlich an der Organisation dieses Festes beteiligt. Genau. Dann erzähl uns doch, wann geht es genau los, auf wann können die Leute gleich kommen? Gleich geht es um 14 Uhr los. Es geht auch um 14 Uhr los mit einem Bühnenprogramm. Das ist immer ganz toll, ist bunt gemischt heute Nachmittag, wo auch eben die Schule mit dabei ist. Dann ist eine Tanzgruppe mit dabei und auch der Sportverein hier in Ummeln. Der VfL hat eine Ballettgruppe, die auch heute Nachmittag auftreten wird. Und natürlich haben wir natürlich auch Fußball mit eingebunden, das heute auch mit auf dem Programmpunkt steht. Also hier ist eine ganz, ganz große Leinwand, auf der Public Viewing stattfindet. Hoffentlich natürlich mit einem Sieg für die deutsche Mannschaft. Ja. Das wird höchste Zeit, nicht? Wir schaffen das. Aber egal, wie das Spiel ausgeht, was kommt danach? Danach gibt es noch hier eine Mitsommernachtsparty. Es spielt auch eine Band heute Abend, die richtig für Stimmung sorgt. Also es wird mal richtig lustig hier im Park. Die Band heißt McQueen. McQueen, ja. Wunderbar. Und Mitsommernacht heißt, es wird eine kurze Nacht. Die Nächte sind ja dann besonders kurz. Genau. Und morgen geht's weiter. Da frage ich dich nochmal. Du kannst mir erzählen, was dann morgen hier auf dem Programm steht. Ja, morgen feiern wir einfach ungeniert weiter, wie sich das für eine ordentliche Diakonische Stiftung gehört. Um 10.30 Uhr ein Freiluftgottesdienst zusammen mit den beiden Kirchengemeinden Quelle und Ummeln. Danach werden wir in verschiedener Weise tolle Sachen auf der Bühne erleben. Wir haben die Teutoburger Jäger, wir haben einen interessanten Chor, die Gruppe Lautlos, ein Gebärdenchor. Das sieht man nicht so häufig und das ist total klasse, das ist sehr beeindruckend. Danach kommen die Teutoburger Jäger und dann kommt, ich weiß gar nicht, noch eine Coverband, die auch Someone Different heißen die. Und dann ist das Fest auch schon bald wieder vorbei. Es gibt da unglaublich viel zu essen und zu trinken. Das gibt es heute übrigens auch schon. Und das Ganze dient nicht den kommerziellen Zwecken, sondern es dient einem guten Zweck. Erwähnenswert ist noch, dass über den ganzen Tag, also auch ab 10.30 Uhr beginnend, ein großer Flohmarkt hier ist. Wir erwarten 60 bis 80 Standbetreiber. Das ist nochmal eine besondere Leckerei für Leute, die gerne stöbern. Also ist es für jeden was geboten, umsonst und draußen. Kommt einfach oder macht euch einen langweiligen Tag. Ist mir egal. Umsonst und draußen im Bürgerpark hier in Ummeln. Jetzt habe ich selber, ich bin das erste Mal hier, ich muss das zugeben, ein bisschen gesucht. Ja. Vielleicht mal für die, die anreisen wollen, wie findet man den Bürgerpark Ummeln? Also im Grunde genommen ist es mitten in Ummeln am Trügelbach, wo der Sportplatz ist. Und viele waren wahrscheinlich auch schon hier bei uns im Bürgerpark. Wie heißt es? Starrenkasten. Ach, beim Starrenkasten, sagt Uwe mir gerade. Da rechts rein und dann findet ihr uns und also, hört uns wahrscheinlich auch. Also wenn man die Gütersloher Straße aus Richtung Bielefeld kommt, an der ersten großen Kreuzung links ab, gleich wieder rechts. Genau. Dann findet man das hier. Genau, richtig. Ja, wunderbar. Ich kann nur sagen, ab 14 Uhr geht's los. Ich werde jetzt hier nochmal so ein bisschen zeigen, die Vorbereitungen laufen. Euch beiden erstmal vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich zeige mal hier so ein bisschen. Hier im Hintergrund seht ihr die große Bühne und was ganz wichtig ist, daneben die große Leinwand aufgebaut. Und
hier kann man sehen, es ist genug Platz da zu gucken. Die Bänke sind noch frei. Im Hintergrund die Stände. Es lohnt sich also vorbeizugucken, heute noch, morgen. Ich verabschiede mich von hier und wünsche euch ein schönes Wochenende.